Hallo und Glück auf hier aus Gelsenkirchen. Wir sind hier vor der Schalke Arena, Derby Time heute, Schalke gegen Dortmund. Und wir gucken einfach mal hinter die Kulissen. Wir sind jetzt hier 20 Minuten vom Anpfiff. Und dann gucken wir mal, was die Jungs hier machen, wie viel Equipment hier rumliegt. Und im Hintergrund machen sich die Trommler schon bereit und gleich geht's hier los. Bevor ich auf den Rasen gehe, möchte ich aber gerne noch eine Frage stellen. Und zwar, wenn man sich die Bilder anguckt, halten alle Transparente und Fahnen hoch und Ultras gegen Rassismus. Eine Frage, die sich mir jedoch stellt, ist, ist ein Ultra nicht in irgendeiner Form auch ein Rassist? Oder vielleicht ist Ultra auch zu definiert ein radikaler Fußballfan? Denn Rassismus ist ja per Definition jemanden zu diskriminieren, weil er eine andere Herkunft hat oder einen anderen Glauben hat. Nun ist Fußball keine Weltreligion, aber wenn ich mir hier so die verschiedenen Glaubensstrukturen von Dortmund gegen Schalke angucke, dann muss ich mich doch fragen, ist das nicht schon eine kleine Form von Rassismus, wenn ich irgendjemandem sage, ich hau dir auf die Fresse, weil du lieber schwarz-gelb magst als blau-weiß? Lasst es doch gerne in den Kommentaren mal hier. Ich habe Bock, mich da mit euch drüber zu unterhalten, weil die Leute, die am lautesten schreien, du hast keine Ahnung, so ein Ficker, verpiss dich, ja. Das ist so wie mit Kleinkindern und Babys. Die Intelligenz ist einfach nicht vorhanden, aber um sich in irgendeiner Form Gehör zu verschaffen, wird am lautesten geschrien. Aber jetzt ab auf den Rasen. Ja, hinterm Rasen, die ganzen Fotografen, Peter Stöger, Dominik Tedesco geben Interviews, die Sky-Fraktion. Was haben wir noch gesehen? Die Trommler haben sich bereit gemacht, die Fahnenschwenker. Es passiert viel, auch abseits der Kameras. Der Stadionsprecher war da und führt die Leute durchs Programm, bevor das Spiel losgeht. Das Steigerlied ist erklungen. Wir gehen jetzt mal ab oben auf die Pressetribüne und gucken, wie der Blick von da aussieht. Das hier ist der Pressebereich. Da oben sitzen die Fernsehmoderatoren. Kai Dittmann sitzt da und der Kollege vom Stadion TV hier für Schalke. Das ist der Blick von der Terrasse hier nach außen, unten. Und da steht auch der Kollege von Sky, der die Total hier macht, die im Fernsehen übertragen wird. Und weiter geht's ins Pressezentrum unten. Und dann gucken wir mal, was da so geht. Hier ist die Regie. Alles, was hier auf dem Würfel passiert, wird hier gesteuert und geschaltet. Wenn irgendeiner hier ein Tor schießt oder ausgewechselt wird, sitzt irgendeiner da hinten in der Regie, muss ganz schnell an seinem Computer irgendwelche Sachen raussuchen. Irgendwer schreit, schnell, 7 ist raus, 11 ist rein. Und irgendeiner muss dann ganz schnell alles hin und her schieben. Und gucken wir mal schnell weiter. Spiel ist vorbei. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick von dem gewinnen, was hier so abseits der ganzen Bundesliga-Kameras abgeht. Und nochmal meine Frage vom Anfang. Sind eigentlich Ultras Rassisten? Glaubt man der Definition und verurteilt jemand wegen eines anderen Glaubens? Würde ich sagen, ja. Denn ob ich jemanden nicht mag, weil er an einen anderen Gott glaubt, oder ob ich jemanden nicht mag, weil er ein andersfarbiges Trikot trägt, ist doch im Grunde genommen das Gleiche. Blaues Trikot, gelbes Trikot, ist das nicht vollkommen egal. Aber trotzdem, hier nochmal kurzer Originalton. BVB Hurensöhne. Die Schwarmintelligenz ist nach wie vor beim Fußball ein Phänomen und die persönliche Intelligenz schaltet dann einfach aus, weil, persönliche Frage an dich, wenn du dich mit irgendjemandem anderen triffst, auf ein Bier, auf einen Kaffee, keine Ahnung, und dann sagt er dir, er ist Fan vom anderen Verein. Wie oft und wie stark würdest du dem sagen, du bist ein Hurensohn, denn du magst ein andersfarbiges Trikot als ich. Du bist ein Wichser. Die Wahrscheinlichkeit geht vermutlich gegen Null, aber hier mit 15.000 anderen das zu schreien, pff, kein Problem. Ist das noch Fankultur oder ist das schon Rassismus? Und wenn du tatsächlich sagst, du bist ein Hurensohn zu jemand anderem, dann bist du vermutlich auch nur ein Arschloch und bist einfach kein guter Mensch. Wie wär's mit einem konstruktiven Kommentar hier unter diesem Video, weil rumflamen und rumhaten ist halt echt so aktuelle Internetgeneration, aber man kann das ja auch mal irgendwie auf ein
halbwegs konstruktives Level aufheben. Ich hoffe natürlich, dass du ein guter Mensch bist. Und deshalb würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Lass gerne einen Daumen nach oben hier, schreib in die Kommentare, abonnier den Kanal. Ich bin öfter hier auf Schalke und lass einfach mal ein bisschen was durchsickern, sofern ich denn darf. Insofern, bis zum nächsten Mal.